Grüß euch miteinander, ich möchte euch herzlich willkommen heißen für den kurzen Moment, wo wir uns über das Thema Resilienz Gedanken machen. Und das der Gruß geht von Seite von Christian Leadership Values. Mein Name ist Kurt Kammermann. Ich habe seit 2016 eine eigene Coaching-Praxis und beschäftige mich immer wieder über das Thema Resilienz. Was heisst Resilienz? Am besten beschreibe ich das ganz kurz anhand von einem Bild, nämlich vom Bambus, den wir ja eigentlich alle zusammen kennen. Der Bambus ist eine Pflanze, die Resilienz entwickelt hat. Er wächst bis 4000 Meter Höhe um die ganze Welt herum. Er ist widerstandsfähig im Blick auf Kälte. Er treibt immer noch bei minus 10 und tiefer treibt er immer noch grüne Blätter und wächst. Wenn man ihn hier teilt, gibt es in gewissen Ländern, gibt es sogar Kochgeschirr, wo mit dem Bödeli da drinnen kann Wasser kochen oder im Rohr, man kann ins Feuer legen und drinnen irgendwelche Speisen zubereiten. Resilienz, Widerstandskraft. So wie der Bambus. Er ist biegsam, er zerbricht nicht. Er hat Eigenschaften, die wir als Menschen eigentlich gerne wollen. Wer will nicht immer wieder blühen, auch in krisenhaften Zeiten? Wer will nicht sich entfalten bei minus 10 Grad und immer noch blühen? Das wollen wir alle zusammen. Und zwar, wenn wollen wir das? Wir wollen das im Alltag. Wir wollen Resilienz im Alltag entwickeln. Und ich komme dann noch darauf, was das bedeutet. Resilienz im Alltag entwickeln heisst, wir streben im Alltag eine höhere Belastbarkeit an und entwickeln Schutzfaktoren auf all das, was uns immer einschränken und eben nicht zur Entfaltung bringen. Im Gegenteil, vielleicht sogar möchte ich klein machen, möchte ich aus dem Konzept bringen. Und da geht das Thema her, Widerstandskraft entwickeln. Und letztendlich, als dritter Punkt, Anpassungsfähigkeit neu definieren. Wie kann ich mich besser den Umständen gegenüber anpassen? Wie wir alle wissen, wir leben in einer sogenannten VUCA-Welt. Was ist eine VUCA-Welt? Wir haben das vielleicht schon gehört aus der Presse. VUCA bedeutet, und jetzt gehe ich da mal neben Bambus her, wir leben in einer Welt, die sehr volatil ist. Wir sind immer in Bewegung, neue Herausforderungen kommen auf uns zu. Zunehmende Häufigkeit von Ereignissen stürzen über uns hinein. Geschwindigkeit, das Pacing ist absolut anfordernd an uns alle zusammen. V für VUCA. U. Wir leben in einer Welt, wo man zwar meint, sie sei sicherer geworden, aber die Unsicherheit ist etwas, das uns ständig regiert. Ich rede ja auch ein Stückchen wahrscheinlich zu Geschäftsleuten. Wie ist das mit der Börse? Man weiss nie, wann das Titel auf und runter geht. Man ist verunsichert in zunehmendem Mass. Man kann gewisse Sachen gar nicht mehr vorhersagen. Immer kommt irgendetwas dazwischen. Wir leben in einer Welt, wo die Unsicherheit zunehmend ist. Wir leben weiter in einer Welt, wo Komplexität ein Thema ist. Komplexe Geschichten, die stattfinden. Wir sind vernetzt. Man muss immer mehr auf kleinere Sachen achten. Zusammenhänge sind schwierig zu erstellen. Und es gibt eine steigende Anzahl von Haufen Verknüpfungen, die wir berücksichtigen müssen, sonst können wir mit der Welt gar nicht mehr schlagen. Dann kommt ein Wort, das ich selber am Anfang Mühe hatte. Wir leben in einer Welt, wo die sogenannte Ambiguität eine entscheidende Rolle spielt. Das heisst Mehrdeutigkeit.
Wer kennt das Thema Fake News nicht? Einer sagt, das ist wahr, der andere sagt, es ist nicht wahr. Man kann verschiedene Sachen deuten, mehrmals deuten und in verschiedenen Interpretationen weitergeben. Die Welt, die macht uns zu arbeiten. Und ich denke, in so einer VUCA-Welt müssen wir, ob wir wollen oder nicht, eine gewisse Widerstandsfähigkeit drin entwickeln. Wir können die Welt nicht verändern. Wir müssen lernen, mit dieser Welt umzugehen. Und da gibt es ein paar ganz gute Sachen, die uns helfen, herzuschauen, wo wir auch im Alltag belastbarer werden, Schutzfaktoren können entwickeln und eine Anpassungsfähigkeit können entwickeln, wo wir uns nicht unbedingt grundauf müssen verändern müssen, aber doch uns selber können sein und bleiben. Und das sogar glücklich, zufrieden. Wir können dankbar sein. Wir können eine innere Ruhe bewahren in einer sogenannten VUCA-Welt. Ich komme beim zweiten Teil auf die Praxis von dem Ganzen. Wir kennen das alle zusammen. Wenn wir eine Herausforderung auf uns zukommen, dann überlegen wir uns in der Regel, in aller Regel, immer zwei Sachen. Was für ein Risiko gehe ich und wo tue ich mich schützen? Das ist bei jeder Entscheidung ganz, ganz wichtig, dass man das weiss. Also wenn ich sage, ich gehe nach Kuba in die Ferien, dann muss ich mir ganz gut überlegen, was passiert dort, welches Risiko gehe ich ein, will ich selber ein Auto mieten, habe ich lieber einen Chauffeur, weil ich mich auf dem Land nicht auskenne, und wo muss ich mich schützen, indem ich sage, ich muss mir noch ein paar Impfungen machen, ich muss vorsichtig sein, ich darf mich nicht überfordern. Ich habe vielleicht einen schlechten Rücken, die Strassen die sind ganz schlecht, also werde ich nicht sehr viel fahren, sondern vielleicht am Ort meine Zeit verbringen. Jede Entscheidung hat mit Risiko und Schutz in unserem Leben etwas zu tun. Und darum haben wir hier in der Mitte einen ganz wichtigen Kreis. Sie sehen da, dass sie, das ist der Resilienzkreis hier. Wie dass wir uns schützen und wie wir Risiko eingehen, hängt davon ab, wie wir unseren Verstand walten lassen, das heisst, unsere kognitiven Fähigkeiten spielen lassen. Oder als zweites, was haben wir für soziale Ressourcen, die wir heute zur Verfügung stellen. Also ich reise jetzt, um beim Beispiel von Kuba zu bleiben, ich reise mit einer Gruppe, da kann ich auch ein bisschen mehr Risiko. Oder wenn ich allein reise, muss ich schon wieder, ihr seht hier, das ist ein ständiges Wechselspiel mit meinen Ressourcen. Dann kommt auf die motivationale Ressource drauf an, wie bin ich motiviert. Bin ich schlecht motiviert? Gehe ich einfach mit, weil die anderen gesagt haben, wir gehen, komm schon mit. Entsprechend dem werde ich mich entscheiden, wie viel Risiko, wie viel Schutz das eingeht. Körperliche, gesundheitliche Ressourcen, wie bereits schon gesagt, bin ich geimpft, habe ich ein bisschen Seidenmagen, kann ich nicht gerade alles essen, was angeboten wird, schon gar nicht auf der Strasse. Da wird ständig hin und her diskutiert mit meinen Ressourcen. Emotionale Ressourcen. Und wenn wir jetzt nicht gut ausgebaut sind in unseren persönlichen Ressourcen, wenn wir uns nicht ständig weiterentwickeln in unseren Ressourcen, werden wir hier wahrscheinlich falsche Entscheidungen treffen. Wenn wir in einem Moment vor einer geschwächten Emotion, und da kann ich nicht Ressourcen zur Verfügung stellen, eine Entscheidung treffen, die hohe emotionale Ressourcen benötigt, und ich gehe nachher noch darauf ein, dass ich ein höchstes Risiko eingehe, kann unter Umständen eine Fehlanpassung entstehen hierhinten. Und es kann ein negatives Entwicklungsergebnis erfolgen. Das heisst, ich könnte unter Umständen von Kuba heimkommen und sagen, die nächsten 20 Jahre werde ich nie mehr den Kanton Bern verlassen. Ich werde Entscheidungen treffen, die auf einem negativen Erlebnis beruhen. Und das schwächt meine
Resilienz. Sehr viele Burnout-Patienten oder Burnout-gefährdete Leute, nicht unbedingt Patienten, aber Burnout-gefährdete Leute, die ich in der Praxis habe, die kommen genau aus diesem Grund eigentlich zu mir als Coach, weil sie in sehr vielen Bereichen in ihrem Arbeitsleben sogenannte negative Entwicklungsergebnisse haben bekommen. Und wenn ich dann ein bisschen tiefer grabe, sehe ich, was für Ressourcen sie vernachlässigt wurden, was sie dringend hätten gebraucht, um den Resilienzprozess, die Widerstandsfähigkeit im Alltag, die Entscheidungsfähigkeit gegenüber der Herausforderung, dass sie das hier negativ erlebt haben und immer wieder negativ erlebt haben, ihre Ressourcen nicht gestimmt haben, sie sind in ein Burnout abgewandert. Aber andere Leute habe ich wieder erlebt, die ständig hier an ihren persönlichen Ressourcen arbeiten, dass sie Anpassungen entwickeln, positives Entwicklungsergebnis und Kompetenzen plötzlich fördern in ihrem Leben und erleben, die sie vorher gar nie gekannt haben. Dem Ganzen sagt man, das ist ein Resilienzprozess. Der passiert nicht einfach, sondern ich muss in mich rein investieren, damit, wenn eine Herausforderung kommt, in einem guten Mass Entscheidungen treffen. Weil ich will ja eigentlich meine Kompetenzen weiterentwickeln. Und was ich gar nicht will, ist, dass ich ständige negative Entwicklungsergebnisse habe, die mich schwächen, die mich müde machen und mich letztlich sogar krank machen könnten, wie man das gerade bei Burnout-Leuten sehr häufig erlebt. Also, investieren wir in uns. Wir bilden uns weiter. Wir schauen, dass unser soziales Netz in einem guten Umfang und gesund besteht. Wir schauen immer wieder, wie bin ich motiviert mit meiner Arbeit. Was könnte ich tun, dass ich motiviert bleibe? Körperliche und Gesundheitsressourcen. Vielleicht gehe ich ins Fitnesscenter, vielleicht gehe ich joggen. Ich schaue auf das Essen, ich schaue auf meine allgemein gut ausgerichtete gesundheitliche Ressourcen. Ich schaue, dass ich emotional auf dem Damm bin. Ich schaue auf meine Freizeit, dass mein Freizeitverhalten, dass ich wieder mal Ferien nehme, dass ich vielleicht nicht jeden Abend besetzt bin, dass ich meine Batterien aufladen kann. Und so weiter. In diesen fünf Bereichen kann wahnsinnig viel entschieden werden. Ob ihr euch anpassen könnt, positiv entwickeln, widerstandsfähig werden oder ob ihr verliert und davor bei der Herausforderung mehr als nur verliert, sondern vielleicht sogar euch schadet. Darum ist Resilienz wichtig. Wir wollen die Widerstandsfähigkeit trainieren. Und die passiert im Wesentlichen hier.